So, alles brennt, alle sind irgendwie verletzt. Wir haben ein paar Leute hier retten können. Hier liegt immer noch eine Waffe, das müsste Markus's. Nee, Markus hatte keine. Meine fehlt noch. Okay, dann rüste mal das Sturmgewehr aus. Hier sind noch vereinzelt diese Viecher und wir müssen verdammt nochmal diese Scheiße hier wegmachen, bevor da neue schlüpfen. Warte mal, die beiden haben schon Waffen, ne? Ja. Gut, dann geht mal hier hin. Was ist hier los? Oh. Wir werden angegriffen von den Belagerern. Die hatten scheinbar jetzt genug. Und kommen hier angelaufen. Pepper, Ford, Tony, Nelly und Dumbo. Okay. Urist. Was ist Urist für ein Name? Okay. Eieiei. Oha. Oh, von hier auch. Verdammt. Da kommt eine ganz schöne Menge rein. Okay, ihr seid jetzt da. Sehr gut. Das ist nämlich wichtig, sonst schlüpfen da neue von den Xenomorphs. Und ich glaube, gegen die haben wir weniger Chancen. Als gegen die Baggerluten hier. Aua. Ja, genau. Geh da durch. Geh da durch. Das ist eine gute Idee. Zapp. 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 Und jetzt fliehen sie. Wunderbar. Es ist die ganze Verteidigung wieder zusammengebrochen, aber dafür fliehen die. Sehr gut. Okay. Mann, 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 Mann. Nicht die Tür kaputt schießen muss sie. Ich sollte dir näher ranlaufen. Keine Ahnung. Geht doch. Sehr gut. So, jetzt können wir das alles erlauben. Dann kann das ins Lager getragen werden. Diese Tür erlauben wir, diese Tür erlauben wir. Und dann müssen wir mal das scheiß Zimmer wieder ordentlich bauen hier. Ne? Die können wir demontieren und hier als Lichtquelle benutzen. So, dann schauen wir mal. Wand aus Marmor müssten wir noch bauen können. Und hier bauen wir eine Lüftung hin. So. Wo lauft ihr hin? Oh, Gefangene. Oh, wow. Da liegen noch gute Waffen rum, ne? Ist hier noch mehr Leute, die wir gefangen nehmen können? Oder sind die alle tot? Sind alle tot scheinbar. Okay. Oh, Mann. Naja. Sicherheit, gucken wir mal hier. Aus glattem Leder, aus dünnem Leder. Wir haben kein dünnes Leder mehr. Was ist denn das? Dann aus glattem Leder. Das geht. Okay, dann bauen wir hier mal wieder ein paar Geschütze hin. Hilft ja nichts.
Und natürlich auch eine Stromversorgung. Das kann hier weg. So. Cool. Cool, cool. So, dann brauchen wir natürlich hier wieder ein Bett. Fressattacke, Heiko, ja, das ist nichts Neues, das passiert manchmal. Okay. Nachttisch, das demontieren wir auch. So, wir, die tragen alle, okay, die beiden, wir haben Ratte, liegt noch, Markus ist noch, was ist denn mit Markus los? Linke Lunge zerstört, Schnittnarbe, Blut, extremer Blutverlust, okay, das ist das Problem. Eieiei. Cool, cool. Holz haben wir auch noch ein bisschen, ne? Ja. Ich glaube, wir haben Leute ohne Betten momentan. Das ist nicht gut. Müssen wir vielleicht noch ein weiteres Zimmer hinbauen. Können wir uns keine Questen leisten hier. Momentan geht es darum, wie die Kolonie am Leben bleibt. Wir haben kein Holz mehr, das heißt, wir müssen auch noch ein paar Bäume abfällen hier. Hier zum Beispiel, was ist das? Markus kann wieder laufen, sehr schön. Waffe, 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 Waffe. Jefin braucht eine Waffe. So, Nono braucht keine Waffe. Carsten hat eine. Ratte braucht eine. Hier unten lagen doch noch welche, ne? War das nicht so? Ja. Aber gleich mal die ausrüsten. Naomi kann auch eine kriegen. Oh, Naomi ist unfähig, Gewalt anzuwenden. Ach, das ist. Naomi ist echt ein bisschen nutzlos. Rüstet Maschinenpistole aus. Und Woody hat schon eine, aber der kann dann mal diese tragen hier. Dann haben wir die alle nach drinnen geschleppt. Ja, und das ist hier Insektenfleisch. Haben genug zu essen für alle. Das ist doch schön. Ich dachte, hier hätte ich jemanden gefangen genommen. Ist wahrscheinlich schon auf dem Weg gestorben oder so. Das ist natürlich dann ungünstig, aber lässt sich nie ändern. Ja, wieder schlechte Stimmung für alle, aber das ist halt so, wenn man angegriffen... Oh Gott, guck dir das an, die ganze Mauer ist weg. Die ganze Mauer ist weg.
Recurve-Bögen. Okay, dann Teufelsgarn. Wer weiß, wozu es gut ist. Warum nicht genug Strom? Was ist da los? Weil hier ein Kabel beschädigt ist. Verschmutzter Kochbereich schon wieder, ja. Hatten wir nicht, war nicht Bench unser Reinigungsmacher hier? Blub, 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 blub. Blop, 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 blop. So. Chi ist zusammengebrochen und wegen abscheulicher Umgebung. Ja, Chi, das tut mir leid. Das ist nun mal so, wenn man fast gestorben wäre, aber... Wenigstens der Wolf trägt Sachen in die Kühlkammer. Vielleicht sollten wir hier hinten dicht machen, dann können wir das Gold da abbauen, ohne dass wir im Freien stehen hier mit dem Raum. Warum? Ach so. Weil das immer noch nicht fertig gebaut ist hier. Verdammte Axt. Ratte, bau das mal fertig. Kein Material, Stahl. Hier liegt... Ja, siehst du. Wenigstens das Esszimmer wird mal aufgeräumt. Okay. Ich meine da jetzt, naja, lassen wir die erstmal hier. Ah, siehst du. Das ist gut. So. Siehst du, jetzt haben wir auch wieder Stahl zum Strombauen hier. Sehr gut. Das können wir mal hier rein montieren.
Oh, warte, 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 warte. Jeven versteckt sich im Raum. Schlechte Laune, abscheuliches Schlafzimmer, ja. Nun, das ist nun mal so. Was ist denn da so abscheulich? Nur weil hier ein bisschen Blut liegt und die Wände grob behauen sind. Es gibt Leute, die bezahlen viel Geld dafür, für grob behauene Wände im Schlafzimmer. Okay. Aber das sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Ist aber immer noch abscheulich. Wahrscheinlich wegen der Wände und weil hier keine Tür ist. Ja, siehst du, hier wird schon angepflanzt. Dann könnten wir eigentlich ein paar neue Felder machen mit anderem Zeug. Das lassen wir am besten Nussi machen. So, hier, da, Kartoffeln und Mais und Heilgedöns und vielleicht hier so ein bisschen. So, hier machen wir Erdbeeren, das ist am nächsten dran. Dann machen wir hier Baumwolle, ne, Rauchblatt. Hier machen wir Maispflanze, Reis, wo ist Reis? Reis, Reis, Reis. Gibt es kein Reis? Reispflanze da. Hier. Machen wir Heilwurzel, da können wir auch nicht genug von haben. Und hier Reis, Mais, Kartoffeln. Kartoffeln, so. Gut, und dann brauchen wir natürlich jemanden, der nur für die Pflanzgeschichte zuständig ist. Und das machen wir einfach mal Nussi, weil er da der Beste ist. So. Das machen wir mal auf 3. So. Warte mal, damit der Raum groß genug ist. Es ist immer noch. Können wir hier immer noch nicht. Das können wir mal später machen hier. So. Verwandtschaft. Ex-Frau von Kolonist Heiko. Okay. Dorfbewohnerin Chicken. Okay. Auer van Roberon. So, so. Wo sind die denn? Hier? Nee, das sind Waschbären. Hier unten kommen die an. Okay. Chicken. Raufbold trägt Fernkampfwaffe. Okay, ist ein Raufbold. Ne? Das ist ein super. 44 Dorfbewohnerin. Psychisch sensibel, Raufbold Optimist. Aha. Oh, wow, hier liegen Bauteile rum noch. Okay. Und ein totes Tier. Wow. Guckt euch das an hier. Carsten, du bist gerade da, kannst ja mal mit denen handeln. Technoprint Jump Packs können wir kaufen. Können das Holzbein verkaufen, mit dem Jefim rumgelaufen ist die ganze Zeit.
Wir können die Bögen verkaufen, das machen wir mal. Wir haben nicht wirklich viel, was wir hier kaufen können. Medizin können wir kaufen, 5 Stück. Das klingt nach einer Investition. Wir können das Insektengelee verkaufen. Verdirbt nicht, nee, das behalten wir mal. So. Üble Maschinenpistole braucht kein Mensch. Revolver gut, braucht auch kein Mensch. Die beiden behalten wir mal. Carsten, lass es doch nicht da liegen. Warum schleppt ihr immer Essen mit euch durch die Gegend hier? Teufelsgarn abgeschlossen. Okay, dann machen wir mal weiter mit Langbogen. Was ist da los? Wo montieren wir das mal? Hier. Ach so, Kerstin macht Fußboden, okay. So, hier können wir dann unser neues, wenn das dann endlich mal fertig ausgehoben ist, können wir hier unser neues Dings machen. Unser neues Arbeitscenter. Können wir hier die ganzen Sachen reintragen. Und vielleicht bauen wir hier noch einen Gang nach oben hin, wenn das so nah an der Stelle ist, wo man nichts mehr bauen kann. Dann bauen wir stattdessen hier noch ein paar Räume ran. So zum Beispiel. Immer noch abscheulich. So, also Essen haben wir scheinbar genug. Wie sieht es mit dem Nussi aus? Pflanzt er schon irgendwas? Hier Heu hat er gepflanzt, ja. Woody ist auch am Pflanzen. Wo ist Nussi eigentlich? Nussi schläft. Nussi schläft. Immer noch abscheulich, aber weniger abscheulich als vorher. Okay. Und wir brauchen einen größeren Kühlraum. Hier vielleicht so, nur damit nichts zusammenstürzt.
Küche eindrucksvoll. Die Küche ist eindrucksvoll, aber der Essraum ist abscheulich. Kann ich die sterilen Fliesen bauen? Ja, zu wenig Stahl, aber kann ich bauen. Gut. Lange Klingen. Immer noch minus 9 Grad hier drin. Ja, das ist sehr gut. Böden, sterile Fliese, zapp. So. Hier könnten wir auch mal so einen reinbauen, dann ist hier wenigstens Licht erstmal. Inspirierte Zähmung Nussi, okay. Nussi, okay. Tierfliege. Blub, 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 blub. Nussi. So, haben wir irgendwelche Wildtiere, die wir zähmen wollen? Zum Beispiel ein Riesenfaultier. Was ist damit? Wo haben wir das? So, Nussi, du gehst mal und zähmst das Riesenfaultier. Yes! Haha! So! Nun geht's los. Arbeit wieder raus aus Tierpflege. Ihr geht alle wieder rein in Tierpflege. So. Und das Riesenfaultier kommt. Gebiet 1 war, glaube ich, das Tiergebiet, ne? Ja, sehr gut. Warte, 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 warte. Grizzlybär, die müssen natürlich unbegrenzt sein, weil die sollen Sachen tragen können. Das Riesenfaultier kann noch keine Sachen tragen. Das muss erstmal. Wie sagt man? Ja, siehst du, Erdbeeren und Rauchblatt wird schon von Woody gepflanzt. Können wir, wenn Woody da ein Faible für hat, Feldarbeit, ach, das macht er schon, okay. Dann ist er gut.
So, also nachdem wir jetzt hier tatsächlich ein Riesenfaultier wieder haben, wir bräuchten noch das passende Männchen dazu, damit wir züchten können. Würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Es ist ja tatsächlich mal irgendwie sowas wie ein erfolgreicher Abschluss hier. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, lange Klingen, stelle Langschwerter und Speere her. Auf Wiedersehen. Ja, like das Video und subscribt und schreibt einen Kommentar und so. Wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.